Moin Moin und willkommen zurück zu Brotato. Immer noch mit mir und Zellos. Heute darf Zellos sich mal einen Helden aussuchen. Also, ja, wenn es geht, schnell und nicht erst alle durchlesen. Ich klicke mal so Doch, schnell durch. Doch, ich lese durch. Mir jetzt alle durch. ich finde den lustig mit dem komischen, mit dem Schmiede, mit der Schmiedemaske. Den hier ganz rechts? Der gute, nee, der Ingenieur. Oh, du beginnst mit einer Minigun. Der Ingenieur. Ganz link, mittig links. Den? Ja. Das ist halt einer, den hatte ich gestern auch schon mal gespielt, aber kann ich gern nehmen. Mhm. Da ist man abhängig von, wenn ich das richtig verstanden habe, von so Türmen und sowas, weil der die besser hat. Jo, probieren wir mal. Das ist der Held, von dem ich gestern, oder wo ich im letzten Part gesagt hatte, dass ich da einfach Autoshot hatte und 100.000 Türme, also nicht Autoshot, Geil. Sondern dass ich mich nicht bewegen musste und mehr Schaden hatte. Ist auf jeden Fall nicht so ganz riskant wie der Held, den wir im letzten Part hatten. Mhm. Ja, ich muss Technik nehmen. Bringt nichts. Ja. Hallo. Hallo, Rikos. Rikos ist auch da. Hoffe, dir geht's gut. Ja, ein bisschen müde. Das Spiel gefällt dir, Rikos, was wir hier anzocken. Vertrau mir. Okay, was muss ich tun? Zugucken. Wir haben eben schon alles erklärt, aber das meiste erklärt sich von selbst. Okay, wer streamt denn? Der Barry. Der Barry. Ja, dann nö. Ja, dann okay. Mach das doch Vampire Survivors, dann wirst du dieses Spiel auch mögen. Hm. Genau, Zellos hat sich einen Ingenieur ausgesucht und wir spielen jetzt hier so ein bisschen. Genau. Ja, ich hab noch Werbung. Weil du wirst ja Geld verdienen. Ja, das enorme Geld an diesen einen Cent. Ja, Bruchteil von einem Cent. Windgeschütz. Ja, müssen wir nehmen. Stift. Ich frage mich auch, ob diese verschiedenen Helden so individuelle Waffen haben. Oder ja, was? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ach, jetzt hast du zwei Geschütze. Ja, ich habe mir ein Geschütz eben gekauft. Das gab es da zu kaufen. Das ist ja sexy. Als Ingenieur brauchen wir Geschütze. Das ist doch selbsterklärend. Klar. Und Bomben. Sieht aber hübsch aus, auf jeden Fall. Ja, es macht richtig Laune, das Spiel. Das habe ich mir gestern gekauft. Für 5 Euro. Nicht im Game Pass? Was ist denn hier los? Nee, ist nicht im Game Pass. Ich habe tatsächlich mal wieder 5 Euro ausgegeben. Ach du Schande. Ah, ich habe mir auch Formel 1 2023 für 70 Euro gekauft, also von daher. Hm. Ja. Das Ding nennt sich Brotato. Brotato? Ja, wie Potato, nur mit Bro. Ich bin halt ein Fan von Reichweitensteigerung, das merkt man wahrscheinlich schon. Ja, Reichweite ist immer gut. Verbessern wir mal diesen. Aber wir kriegen hier ganz andere Waffen als der eben, ne? Vielleicht hat das wirklich damit irgendwas zu tun. Ich denke schon. Das ist nice. Ja. Von daher schauen wir mal. Mhm. Nee, prinzipiell, für den Rikos nochmal kurz erklärt, wir schießen theoretisch automatisch. Also wie bei Vampire Survivors. Aber der zielt dann quasi, also die einzelnen Pistolen zielen dann quasi in eine bestimmte Richtung. Also wir können nicht ganz beeinflussen, wohin die schießen. Ja, wahrscheinlich den nächsten Gegner, gehe ich von aus. Den nächsten Gegner halt, genau. Normal so. Ja. Und jetzt haben wir vorhin einen Charakter gehabt, der 12 Waffen haben konnte. Und die haben dann schön durch die Gegend geballert, das war lustig. Ein großer Unterschied zu Vampire Survivors an Rikos, man hat die Waffen... nicht, dass man die auswählt und dann verbessert, du kannst sie hier verkaufen und kombinieren und so. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Na und vor allem hast du eine kleine Map, wo du nicht halt über ewige Strecken läufst. Mhm. Richtig. Das erste, was ich gedacht habe, wo ich dann den Stil von den Gegnern gesehen habe, das hat mich an Binding of Isaac erinnert. Ja, aber so ein bisschen, ne? Aber das hat mit dem Entwicklungsstudio tatsächlich nichts zu tun. Das ist was Eigenes. Ich sehe gerade, man kann den Schraubenschlüssel Stufe 1 nicht mit dem mit Stufe 2 verbinden. Das wusste ich jetzt nicht. Egal, habe ich mal ein bisschen Geld ausgegeben, verschwendet, ist nicht so schlimm. Ist egal, dann machst du. Man muss das Spiel ja auch kennenlernen, von daher. Genau. Brett könnte ich allerdings kombinieren. Einfach mit Brett kloppen. Statt was auch immer man damit macht. Du hast übrigens jetzt 2. Ja, jetzt hast du ein Superbrett. Ja, es erinnert tatsächlich auch so ein bisschen an Binding of Isaac vom Stil, klar. Wir haben aber eben schon geguckt, es ist nicht von den gleichen Machern, also. Nee, es sind unterschiedliche Macher. Bonk. Und Rikos, willst du uns von deiner Arbeit erzählen? Nö, das ist nö. Nö.
Das kann ich verstehen, würde ich auch nicht wollen. Das ist alles in Ordnung, aber ich ist halt viel im Moment. Für heute. Ja, ja, glaube ich. Umso schöner, dass du da bist. Genau. Das einzigste Manko, was ich bei dem Spiel übrigens habe, mir fehlt der geile Soundtrack von Vampire Survivors. Ja, der ist ein bisschen besser, das stimmt, aber... Ja. Wie viel Ausweichen habe ich denn schon? Ausweichen finde ich übrigens ziemlich übertrieben in dem Spiel. Mal eben so 9% Ausweichen kriegen und jetzt haben wir 25% oder wie? Nee, ich habe mich verlesen, Entschuldigung. Ein Lasergeschütz, Lasergeschütz. Ja, natürlich kaufen wir das. Ja. Und das steht dann mit rum einfach? Ja, und ballert. Genau. Und ballert vor sich hin. Musst du das noch aktiv platzieren? Nö. Nee. Alles automatisch. Ja, der Ingenieur ist schon cool. Ne? Das hatte ich eben Zeller schon gesagt, den hatte ich eben bei den zwei Durchläufen, die ich gestern Abend hatte, als ich mir das gekauft habe, habe ich den auch einmal genommen. Es macht Spaß mit den vielen Geschützen. Hm. Wie viele hast du im Endeffekt oder wie viele hattest du dann letztes Mal? Ich hatte noch so einen Heilgeschützturm, das war ganz praktisch. Aber ich hatte nicht so einen guten, wie wir jetzt gerade gekriegt haben, also keinen blauen oder so, sondern nur so drei Standard und einen Heil, glaube ich. Okay. Ist es der untere oder der obere, der jetzt der krasse ist? Ja, gute Frage. Ich glaube der untere. Ich glaube der untere, ja. Mit dem kleinen Laser. Ja, der hat so einen Durchstoßeffekt. Das ist ganz cool. Okay. Ja. Die Bäume spawnen übrigens Items, die mich heilen, Rikos. Ja, okay. Eingriffstempo, Crit-Chance. Nee. So wie ich das verstanden habe, die haben immer so eine bestimmte Länge, diese Wellen, und das musst du halt einfach überleben, solange. Was bedeutet Technik? Moment. Das glaube ich für den Schaden. Erhöht die Stärke deiner Konstruktion. Ah ja. Also okay, eigentlich der Hauptstat für den hier, aber ich bin halt Reichweitengeil. Mhm. Und Reichweitengeil auch, also von daher. Geil. Sperrpistole. Jedermann steht auf ein bisschen Reichweite. Ich krieg halt in diesem Run hier gerade, wie man vielleicht sieht, nicht so gute Waffen. Das ist gerade ein bisschen unbefriedigend, aber naja. Noch neue Würfel notfalls. Ja, Buch ein Technik für Lau nehmen wir. Ja. Pistole haben wir, Handklebeband. Ah, ich glaube wirklich, dass die Helden verschiedene dabei. Sachen kriegen, ja. Die Helden kriegen tatsächlich verschiedene Items. Hm. Oh, hier ist noch eine krassere Pistole. Oh, ein Lasergeschütz. Lasergeschütz. Okay, definitiv hatte ich letztes Mal schlechtere Geschütze. Heil. Ja, das wird schon damit zusammenhängen. Hat auf jeden Fall Laune. Kostet übrigens, haben wir noch gar nicht erwähnt, ich habe es für 4 Euro gekriegt. Ich glaube, es kostet 5. Ist jetzt durchaus finanzierbar. Also Sparfuchs. Ja, klar. Alter, jetzt haben wir 4 Geschütze. Leider ist es nicht im Game Pass drin, aber es kommt noch für die Switch raus. Aber ich habe mir die PC-Version wegen Workshop-Anbindung geholt. Stimmt, falls ja gemoddet werden kann, hast du erzählt. Ja, im letzten Part, genau. Nochmal zur Wiederholung. Ich spiele übrigens gerade Dreamlight Valley, weil es jetzt auch im Game Pass drin ist. Ist das gut? Ja, das ist so schön. Es ist quasi wie Stardew Valley in Disney. Ich wollte gerade fragen, ist das nicht das, wo du dann die Disney-Charaktere triffst und dann so ein bisschen... Ja, genau. Das schön ist, in einem... Wie du es halt kennst. Ne? Hallo, Amanda. Hi, Amanda. Ah, genau. Ja, wir spielen das zusammen. Also mehr sie als ich, aber ich schaue gern zu. Es ist echt schön. Also, es ist wirklich, du bestellst deine Felder, du baust Materialien ab und lernst die Leute kennen, machst Quests. Es ist echt wirklich schön und es kommen immer mehr Charaktere dazu. Also, ja, das klingt doch gut. Die wichtigste Frage, die ich dabei habe, kannst du Donald Duck daten? Ich weiß gar nicht, ob's. Ich glaube, daten ist überhaupt gar nicht da drin. Sowas aber, in der Richtung. Aber ich will Donald Duck daten. Oder? Ich hätte gedacht, das wäre so wie, wie heißt das Spiel von Nintendo nochmal? Peinlich, was Zelda so flank gespielt hat. Animal Crossing. Genau. Nee. Oder ist das ja auch genauso wie Animal Crossing und Schrägstrich, nee, das was du genannt hast? Ich glaube, es geht tatsächlich eher in Richtung Dings, Stardew Valley. Ja, oder Harvest Moon oder sowas in die Richtung. Und die Musik, was sie gerade schreibt, ist wirklich, das ist so cool. Bei jedem Bewohner, den du ins Haus gehst, da spielst du mal die Titelmelodie von dem Film. Das ist einfach nur geil. Ach, okay, das ist nice. Cool. Also auch dann von, was weiß ich, wenn da gehst du irgendwie bei Mace Donald Duck rein oder dann kommt DuckTales und... Dagobert, so cool. Genau. Also bei Dagobert weiß ich jetzt nicht, was da für ein Lied kommt, aber bei den ganzen Filmen... Wahrscheinlich irgendein schottisches, wo es ums Geld sparen geht oder so. Ja, der ist echt ätzend, der Typ. Also wirklich. ich hab das heute gerade schon zu Amanda gesagt. Ich hab mit Dagobert noch nie viel anfangen können, aber seit ich das Spiel kenne... Ich fand den schon immer cool. Oh, der ist furchtbar, der Typ. So ein Arschloch. Ja, und man hat Bock, die Filme zu schauen. Wir haben jetzt schon Wall-E angesehen zuletzt.
Ja, Wall-E ist ein cooler Film. Der ist gut, ja. Glück oder Ausweichen? Ich finde Ausweichen für dich wertvoller jetzt zumindest noch. Ratatouille ist auch ein schöner Film. Ich muss mir irgendwann noch mal Mulan angucken. Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen oder fast noch nie. Oh Gott, den musst du unbedingt anschauen. Der ist schön. Blutegel. Mulan ist super. Hallo, sei ein Mann, Alter. Ja, Mann. Super. Boah, das ist nicht schlecht. Aber das Angriffstempo geht zu krass runter. Ja gut, gilt das für dich oder für deine Geschütze? Für mich. Dann auch? Ja gut. Soll ich es mal riskieren? Ja, riskier es, komm. Mehr Technik. Ich kaufe mir auch mal diese Laserwaffe da und verkaufe mal meine normale Pistole. Ja, Mann. 5 Schaden, 12 Schaden. Ja, wenn Amanda irgendwelche Fragen zu dem Spiel hat, einfach losschießen. Wir werden sie nicht beantworten, keine Sorge. Doch, klar. Aber wir freuen uns über Fragen. Genau. Wir freuen uns über Fragen, genau. Ja, mein Lieblings-Walt Disney-Film ist, hat man glaube ich schon mal darüber gesprochen, ist tatsächlich Dschungelbuch. Ich liebe diesen Film. Über alles. Ich finde es übrigens lustig, dass unser Chatbot an der Stelle gesagt hat, diese kleine Schlange, das wird dann gleich zensiert und. Das ist so dann, echt? Schlange? Schlange? Ja. Ja, die kleine Schlange. Das hat. Ja. Achso. Also, die hat auch Otto Walkes, glaube ich, auf Deutsch gesprochen, ne? Genau, genau. Ich glaube, ich habe den Film sogar mal gesehen, aber ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Es wäre, als würde ich ihn nochmal neu sehen. Also, ist deine Kleine schon alt genug für solche Filme? Nee, die hat bisher nur Susi und Strolch gucken dürfen, weil das nur eine Stunde geht. Ist ja auch ein bisschen gruselig, das ist vielleicht, ich weiß ja nicht, wie alt ist die jetzt? Die ist 3,5. Ja, nee, dann ist es zu früh. Also, Susi und Strolch ist ganz niedlich, das habe ich mit ihr schon jetzt Teil 1 und 2 geguckt. Aber da meinte tatsächlich die kleine Schlange da in dem Menü jetzt gerade. Ach so. Wie wir das können. Aber ja, ist gut, dass wir dachten, da hat Mushu. Weil vorher über Mulan geredet wurde. Aber okay. Monster AG zum Beispiel, den habe ich noch nie gesehen, aber ich habe von vielen gehört, dass der gar nicht so gut sein soll. Der ist nicht okay. Ist okay? Der ist eigentlich okay. Ja, das sagen alle so. Ja, der ist okay, aber niemand sagt, ich finde beide sehenswert. Okay. Sollte man schon mal gesehen haben, als jemand, der Disney-Filme mag. Oder Pixar oder DreamWorks oder was auch immer. Plus 8 Rüstung, wenn du dich nicht bewegst. Boah, das ist in diesem Spiel Selbstmord. Aber ja, weil das sieht aus wie eine Schlange, wie eine kleine. Ich fand bei dem Mulan-Film, den fand ich sehr zu geil, wie Mulan erstmal meinte, nur um mich zu schützen, haben meine Ahnen mir eine Eidechse geschickt. Drache, Drache. Ja. Ich bin keine Eidechse, ich mach dir diesen Quatsch mit der Zunge. Das ist geil. Ich liebe also dich. Oh, ich bin fast tot. What the fuck? Ja, das ist schon mal anstrengend. Ich habe gar keine Vampir-Aura, ne? Das ist ein bisschen gefährlich gerade. Ja, dann nimm deine Geschützturm und knutsche sie. Ich will einen Heilgeschützturm haben. Wie kann man sich heilen? So entweder durch Items oder durch Vampir-Aura. Also in Warcraft heißt es Vampir-Aura. Ja, scheinbar habe ich doch Vampir-Aura irgendwie. Doch. Aber wahrscheinlich nur eins. Sieht nach Regeneration aus, weil der macht immer nur eins im gleichen Abstand von. Wir gucken gleich mal. Brauchst du nicht, ich weiß schon. Okay. Die Frage ist, ob. Was mich interessiert, aber die greifen die Türme ja gar nicht an, die ignorieren die, ne? Nee, die ignorieren sie komplett. Da wäre vielleicht so ein Tankturm ganz cool, aber ich weiß halt nicht, ob es das gibt. Ein Provokationsturm? Ja, der die so dahin lockt, irgendwie für 2 Sekunden oder sowas. Ja, das wäre cool, ja. Sind da Bären? Wo denn? Im Spiel hier? Sind das Bären? Ich weiß nicht, was sind das? Ich würde sagen, das sind Aliens, oder? Alien-Bären? Ja, Alien-Bären. Berlians. Berlians, genau. Ausweichen oder Crit? Ich habe schon so viel Ausweichen, ich nehme mal Crit. Ja. Ausweichen. Lebensentzug habe ich übrigens einen. Also das ist, deswegen habe ich so wenig regeneriert. Das nehme ich auf jeden Fall. Das ist wirklich Lebensentzug gewesen. Aber LP-Regeneration ist so auch, siehst du das? Ja. Auf 6. Mhm. Ja, egal, ich nehme trotzdem 10. Da steht's. Da stand's. Alle 1, irgendwas gefunden. Dein Tempo ist auf den aktuellen Wert begrenzt. Egal. Nie wieder Tempo auswählen, merkt euch das. Ist okay. Diebesdolch, 13 Schaden. Ich könnte den Diebesdolch nehmen. Oh, da kriege ich Material. Ja. Sind das eigentlich Item-Slots, die du voll machst? Oder kannst du einfach Items auf dich draufballern? Wie du also willst? Items kann ich auf mich draufballern, wie ich will. Genau. Und Waffen habe ich 6. Standardmäßig. Waffen kann da halt nur eine begrenzte Zahl. Richtig nice. Beim Töten eines Baumes erscheint ein Geschütz. Das ist natürlich ganz schön krass. Zumal, das ist ja auch was Permanentes, oder? Ja, Max HP minus 4 ausweichen. Ich habe 1 Million ausweichen. Ich glaube, du hast vorhin den seltsamen Geist benutzt. Deshalb hattest du nur 1 HP, wo du gestartet bist. Okay, was auch immer der macht. Der macht, dass du am Anfang nur 1 HP hast. Okay. Ja. Kleine Schlange. Kleine Schlange.
Wo wir vorhin von Bären hatten an der Stelle. Bären wurde auf Alter, ist ein Schörfilm. Den habe ich noch nie gesehen. Nicht so schön. Ich fand den schön irgendwie. War so auf so unschuldige, so unschuldiger Spaß irgendwie. So diese Merkwürdigkeit, ein Bär zu sein und plötzlich Fische fangen zu müssen und sowas. Fand ich lustig. Und Königreich für ein Lama, auch wenn das kein Disney-Film ist. Der ist super, der ist richtig gut. Boom, Baby. Den habe ich erst mit Amanda das erste Mal geguckt. Den habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. Aber es gab mal so eine Phase, wo ich jugendlich und möchte gern cool war, da habe ich gar kein Disney geguckt. Ich glaube, da kommen diese ganzen Filme alle. So in den Nullerjahren. So eine Phase hatte ich nie, ich fand das immer geil. Ich glaube, ich werde noch 2-3 Wellen schaffen und dann bin ich tot. Nein, das schaffst du nicht zum Ende, ich glaube an dich. Ja gut, Elementarschaden habe ich nicht, Nahkampfwaffen habe ich nicht, Rüstung ist vielleicht gar oder HP halt, ne? Ich nehme mal Rüstung. Das ist Regeneration auch mal gut, aber Rüstung fehlt vielleicht ein bisschen. Mit null. Ja, mit null. Okay. Mein Lieblingscharakter bei Königreich für den Lama war Kronk. Ich liebe Kronk. Das ist der Assistent von Yzma. Oh, das hier ist auch nice. Ja, der war cool, das stimmt. Und die spielen auch. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe jetzt was geskillt, da kommt ab und zu mal so, da kann ich was zum Heilen aufnehmen. Ich hab's nicht gesehen. Tja, schämlich. Ne, du hast wieder zu schnell weggeklickt. Du hast nicht schnell genug gelesen. Verzögerung. Siehst du, Verzögerung. Immer alles auf die Verzögerung schieben. Deutsches Internet. Nein, ich habe jetzt hier so ein Ding, was, ja, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt hier ist, ihr habt ja Verzögerung im Stream, aber da spawnen immer Früchte, die mich heilen ab und zu. Ja, diese Pizzaschachtel mit den Dingen drin. Genau, und ich habe gerade irgendwas freigeschaltet, sehr nice. Das mit dem Baum, dass da ein Geschützturm hinkommt, das finde ich echt gut. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Bäume. Ich sag ja immer, mehr Bäume pflanzen, Leute. Ja. Mehr Bäume. Für den Klimawandel und für meine Geschütze. Für meine Geschütze. Aber dieser Ingenieur, der hat mir gestern Abend auch gefallen und jetzt gefällt er mir wieder. Mhm. Hast du es gestern Abend auch schon gespielt? Ja, eine Stunde, als ich es mir gekauft hatte. Mhm. Ja. Vielleicht mal spionieren, ob es gut war, sozusagen. Nö, ich hatte ja eigentlich gar nicht vor, das hier heute zu machen. Mhm. Nur weil Rikus zu müde ist. Ja. Aber wir lieben dich, Rikus. Unerhört. Echt? Ja. Warum denn? weil du uns am Herzen liegst. Das ist ja nett. Oh, guck mal, ein kleiner Frosch. Oh, süß. Okay, aber der ist nicht gut, ne. Aber Sammlerreichweite 20% und Ernte 10%, das ist ganz schön viel. Aber Ausweichen geht dann runter, ist nicht gut. Ich habe immer noch Ausweichen von, keine Ahnung wie viel. Neun. Das ist quasi nichts. Alles, was unter so 30-40% ist, kannst du eigentlich weglassen. Du fängst mit 0% an. Also ist ja, neun schon relativ viel. Erfahrungsgemäß, ab wann Ausweichen Sinn macht so. Nimm das Buch! Ich überlege gerade den Flammenwerfer auszutauschen mit irgendwas. 33, 430. Ja, scheiß was auf den Schraubenschlüssel. Ja. Wobei, nee, der spawnt ein Geschütz. Ah, nee. Ach so. Ich nehme mal den Hammer weg. Okay. Ich will mal den Flammenwerfer ausprobieren. Und bei allem, was heilig ist, kauft das Buch. Nein, er hat das Buch nicht gekauft. Was für ein Buch? Technik plus 1. Ja, und wahrscheinlich 1, Geschwindigkeit minus 100 oder so. Nein, nur Technik plus 1. Okay, dann habe ich das übersehen. Ja, das... Tut mir leid. Nee, das reicht das nicht. Jetzt werden wir sterben. Nur wegen dir danach teilen. Aber ist ja nichts, ist ja ein bisschen Hauptwert, also egal. Ja, ist eben. Ja, davon kommt nur dein Damage an der Stelle. Alles gut. Ich werde bestimmt gleich dafür Geld haben, was ich brauche, um mir irgendwas noch Besseres zu kaufen. Von 29 Münzen. Ja, merken 29. wir uns das. Das ist. Ich sterbe jetzt diese Runde, glaube ich. Ja, wenn du jetzt Buch 1 plus 1 gewonnen hast. Ja, dann würde ich in der nächsten Runde sterben. Ja, genau. Macht ihr das jetzt für 2 Stunden? Oder nein, noch für eine. Was kommt für eine. Pikmin. Das neue, da gibt's eine Demo. Also kann ich weiter zuschauen? Ja, da kannst du zuschauen, das ist voll entspannt. Wir haben erwartet, dass du die Demo installiert hast. Nein, Spaß. Ja, sicher, ich hab schon alles vorbereitet. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber ich hab das alles vorbereitet. Ich habe meine Switch auf Auto vorbereitet gestellt. Die weiß schon, was sie machen muss. Ich erinnere mich noch, wo wir damals so die Probleme hatten, wo es dann hieß, oh, ich habe die Switch, habe ich dem Daniel ausgeliehen oder irgendjemand das mir ausgeliehen gehabt. Ja, dem Toni, aber ja. Das war also, geil. Ich glaube, ich habe keinen Explosionsschaden, aber ich kaufe es mal trotzdem. Vielleicht kriege ich ja irgendwann welchen. Aber selbst habe ich einen guten Zweck gemacht, weil Tonis Sohn, der wollte mit ihm halt was spielen und die hatten sich überlegt, ob sie sich eine Switch zulegen und dann haben sie halt vorher mal eine ausprobieren wollen. Ja, zusammen. Das ist gut.
Na, und da habe ich natürlich meine völlig selbstlos zur Verfügung gestellt. Das ist sehr lebenswert. Und jetzt haben sie auch eine. Jetzt haben sie auch eine seit einem halben Jahr und die ist erstmal in der Reparatur, weil die irgendwie kaputt ist. Die, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber die konnte Joy-Con Drift? Nee, aber ich glaube, die ging. Schau mal kurz nach, vielleicht finde ich es. Ich habe Explosionsschaden als Standardeinstellung, das finde ich gut. Ja. Ich habe mir ganz viele Geschütze gekauft in der Zeit, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ja, doch, habe ich. Ja, die hat nicht mehr geladen, die Switch. Okay. Habt ihr eigentlich irgendeinen Joy-Con, wo kein Drift ist? Ich nicht. Also, ich habe zwei Pärchen. Bei dem einen hat es schon angefangen zu driften. Ich lasse die jetzt erstmal ein bisschen zu Hause und probiere die ab und zu mal aus. Und ich habe noch das zweite Pärchen, das ist noch okay. Okay. Weiß das gar nicht. Ich benutze die halt einfach nie. Ja, vielleicht habe ich deswegen Drift. Ich benutze halt von Anfang an den Pro-Controller, habe mir sogar irgendwann einen zweiten gekauft, weil ich es einfach geil finde. Ja, der ist auch gut. Ich würde einen dritten kaufen, aber ich brauche halt einfach keinen dritten. Kaufst du dir trotzdem einen? Ich versuche noch nach Kunden zu suchen. Also ich glaube, selbst wenn meine Switch irgendwann mal den Geist aufgibt, dann würde ich trotzdem den Controller versuchen wollen, mit dem PC anzubinden, weil ich finde das wäre geil, ja. Das geht, das ist kein Problem. Du brauchst nur so ein Programm. Ja. Das ist so ein guter Controller. Ja. Also, ich finde den Xbox-Controller schon geil, aber der Switch-Controller ist einfach schieben. Sexy. Ja. Ich habe zwar keine PS5, aber... Oh, fuck. Ich glaube, der PS5-Controller ist aktuell der beste. Ich finde den nicht schön in der Hand liegend. Ich hatte den noch nie in der Hand, aber ich habe viel Positives gehört. Ach nee, warte mal, PS5. Warte mal, verwechsel ich das gerade mit der 4? Nee, die 4 war so eklig, ne? Ja, 4 war nicht so gut. Nee, ich glaube, die 5 waren auch noch. Oh, 60% Reichweite plus. Aber ich habe jetzt schon relativ viel. Und, aber die Gegner, ist immer gut. Ja, ich aber die Gegner sind 2 Meter von mir entfernt. Also brauche ich keine Reichweite, nehme ich lieber Technik. Mhm. So, jetzt muss ich mal meine Waffen hier austauschen. Aber da hat zum ersten Mal Muskelkater vom Zocken. Was habt ihr denn gezockt, was so krass war? Ja, Dreamlight Valley in dem Fall. Ach so, einfach wegen der Tower oder was? Ja, ganz viel. Musst du auch ernten und so. Und ja. Es ist wirklich viel, du musst ganz viel machen. Also, es ist halt so typisch, ne, wie so ein Stardew Valley-Spiel, wo du halt. Habt ihr das auf der Switch gezockt? Und gibt's auf der Xbox. Ach so, okay. Ist im Game Pass drin. Wir haben es jetzt einfach dann. Wir wollten das schon vor einer Weile mal machen und da haben wir aber gesehen, dass es noch bezahlen muss. Das war auch nicht günstig für so ein Early Access Spiel. Ach so, das ist. Ich dachte, das wäre schon immer Free to Play gewesen. Nee, am Anfang nicht irgendwie. Ja, und jetzt ist es halt im Game Pass drin. Ich weiß nicht, ob es kostenlos ist oder ob es nur am Game Pass liegt, aber es stand Game Pass dran und hab's dann. Mhm. Ja, gute Idee. Ja. So, ich brauche mal mehr Schadenreduzierung hier, glaube ich. Ich krieg zu viel Damage. Ja. Wäre gerne Freund mit Pluto, das reicht mir schon. Pluto gibt's. Hey, nicht. Pluto! Was? Nein. Ich rebelliere. Ja, die versuchen ja aus vielen Franchises dann abzudecken. Aus dem Franchise gibt es ja schon Mickey, Minnie, Donald, Goofy. Gibt es den von oben oder war das nicht Disney? Ich bin mir nicht sicher. Weil den fand ich nämlich auch cool. Momentan gibt es den nicht, aber es kommt ja auch noch viel. Das wird ja immer mehr Charaktere hinzugefügt. Ich hätte gerne den alten Opa als Nachbarn von oben. Ja, das meine ich ja. Der ist immer schön grimmig. Ich würde mich direkt mit ihm verbunden fühlen. Amanda hat was geschrieben, aber zwischen den Runden kann ich nur gucken. Ich brauche auch mehr Schadensreduzierung. Ja. Oh, endlich! Herkules, das wäre geil. Das stimmt. Heilungsgeschützturm. Aber wir haben jetzt schon, also es ist Vajana und so weiter drin. Dann hier Eiskönigin, König der Löwen. Nice. Dann die Zauberin hier von Cinderella, diese Fee. Ich glaube, das ist einfach nur die große Fee. Genau. Die gute Fee. Gute Fee, genau. Ja. Also ist wirklich cool und ganz, ganz vielseitig. Empfehlung an euch an der Stelle. Ja, ja, nee, Spiel? Ich will keine Service-Games spielen. Ist ja kostenlos. Aber du kannst. Ja, trotzdem. Ich habe keine Zeit. Ich muss Formel 1 23 und PES spielen. Dann lass es Twibby spielen, das ist doch auch okay. Oder okay. Magst du kein Disney? Die hat, glaube ich, im Moment keine Zeit. Oh, ein Garten, ja. Das ist doch nicht deine Entscheidung. Doch, nee, die zockt im Moment nicht so viel. Ja. Aber ich wäre dafür, dass man Hades als Nachbar haben kann. Ich finde das lustig. Das wäre mega geil. Das wäre cool, ja. Also Scar gibt's auch, ne? Warum soll es nicht Hades geben? Ja, Scar ist auch ein cooler Nachbar, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich ihm so wirklich trauen kann. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Milch auswahlen an der Stelle oder Mehl. Ich finde Herkules als Nachbar zu haben ist schon sehr praktisch. Ja, das endet böse, der macht alles kaputt. Aber der kann doch seinen Vater holen, wenn es Probleme gibt. Oder einfach selber handeln, also von daher. Oder einfach selber handeln. Das ist ein Halbgott, also. Oh, die Multiplayer-Version, das ist ja interessant. Wo, gibt es von Stardew Valley oder wo? Die arbeiten. Also, nicht Stardew Valley. Dreamlight. Ja, cool.
Dann kann man bei dir zu Hause jetzt abhängen, Rikus. Und dann haben wir Hades als Nachbar. Das wäre mega. Also wirklich, das wäre echt. Ich brauche mehr Schadenreduzierung, um mal wieder in-game ein Topic anzusprechen. Ja, du brauchst wirklich Schaden. Warum kaufst du keine? Weil ich keine kriege. Ja, der hat einfach Pech, der Junge. Ja, ich nehme Max-LP und LP-Regeneration. Das habe ich schon seit Wochen gepredigt. Ach, scheiß, pass auf Glück. Wir nehmen jetzt, ich will nur noch Pech haben. Glück ist eh egal. Ich glaube, soweit wie jetzt, also einmal war ich, glaube ich, in Welle 16 oder 18. Das heißt, ich könnte sein, dass ich jetzt soweit war wie noch nie. Aber cool. Ich bin jetzt eh gleich tot. Ich kriege einfach viel zu viel Schaden. Das ist wahrscheinlich das nicht schaffbar mit diesem Bild. Schießen die eigentlich oder haben die nur Berührungsschaden? Ich gucke nur auf das, was ich ausweichen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die haben Berührungsschaden jetzt in dem Fall nur. Okay. Aber sie schießen auch zwischendurch. Also so ist Nadeln irgendwie oder so platzen die einfach nur. Die platzen nur. In der letzten Runde, wo Rikus nicht dabei war, da kam ganz viel von diesen roten Geschossen und ich konnte gar nicht mehr ausweichen, dadurch bin ich dann gestorben. Ja. Dafür sind diesmal scheinbar mehr Melee-Gegner, das ist also auch so roguelike zufällig irgendwie. Wir hatten so ein Bullet Hell mehr oder weniger. Ja. Okay. Ah, da kommen schon die ersten Geschosse, pass auf. Ja, ich bin jetzt aber auch so ziemlich am Arsch. Oh oh. Haltet. 8 Sekunden. Mein Gott! Schnell noch Items einsammeln! Oh. Du musst noch an der Seite sehen, Barry, du brauchst keine Schadensreduzierung, wenn du nicht getroffen wirst. Ja, deswegen nehme ich ausweichen. Ja. Das klingt gut, ja. So, was ist das denn? Crit-Chance minus 1 Max. Der Typ, der gerade schon zweimal Ausweichen minus gemacht hat. Ja, ich habe doch noch 18 Ausweichen, das ist 18% Ausweichen, das ist jeder fünfte Schlag. Jetzt stell dir mal vor, es wären 27. Ja, aber dann würde ich weniger Damage machen. Okay, davon finde ich nichts gut. Ist das nicht buchstäblich Dark Souls jetzt an der Stelle? Ja, so, ich will mehr Damage machen, aber die Waffe ist jetzt schwerer. Oh, es spawnen mehr Bäume. Und wenn Bäume zerstört werden, kommen Türme. Das macht mich glücklich. Dann kann ich weiter so reden. Nein. Kann ich irgendwas? Die kann ich hier übrigens nicht verkaufen, scheinbar. Nee. Ja, egal. Alienwurm. Sollst du auf dein Handy schauen, Rikus? Ja? Ich hab gar kein Handy. Doch, du hast ein Handy. Du besitzt ein Handy. Ja, musst du jetzt aber auch vorlesen, was auf dem Handy drauf ist, auch wenn es irgendwelche perversen Nachrichten sind. Nein, wenn's jetzt ein Nacktbild ist, dann braucht er das jetzt nicht vorlesen. Doch, dann soll er ein Nacktbild vorlesen. Es ist ein Bild. Ja, dann lese das Bild vor. Was ist drauf? Bild. Das Bild. Okay, bin zufrieden. Wie heißt die Datei? Ist das genau, wie heißt die Datei? Moment, ich schau nach, wie die Datei heißt. Das ist eine verdammt gute Frage, die hat mir noch nie jemand gestellt. Ja. Wie geht das? Ja, jetzt musst du Galerie machen. Zweifel darfst du einfach sagen, dass die Datei Jürgen heißt. Das ist Seid ihr bereit? Ja. Ja. 3B258F8E-94D6-44529-A2E9-3N6FD74. Okay, jetzt kann ich mir darunter wenigstens was vorstellen. Das könnte sich, das klingt wie so ein Cheatcode, das ist nicht Call of Duty oder sowas. Wenn du es schnell genug eingegeben hast, hast du einen Gottmund freigeschalten, Barry. Ja. Okay, gut, dass ich mir alles gemerkt habe. Der neue Konami-Code. Yes! Okay, soweit war ich definitiv noch nie. Nice. Uhu. Was meint ihr, Max HP, LP-Regeneration oder? Max HP. Max HP, ja. Einen kleinen Pool, hast ganz gut Regeneration, aber du hast zu wenig HP, um das oben zu halten. Alien-Insekten, ja, Alien-Insekten sind gefährlich. Ja. Habt ihr Fliegengitter, Rikus? Ja. Sehr gut. Raum. Ich hasse Leute, die kein Fliegengitter haben. Sehr gut. Sehr löblich. Genau, das sind genau solche Leute wie die Klopapierrolle falsch um anbringen. Oh, Rikus, ich liebe dich. Wie hängst du sie an? Rückwärts oder vorwärts? Na, vorwärts. Oh, geil. So Barry. Ah, danke. 21 Schaden, liebes. Ich muss mal gerade hier noch. Zwischendurch nochmal aufs Spiel konzentrieren. Was ich zwischendurch, wo ich abkotze, ist, wenn die keine zweite Rolle dann an der Stelle wieder ranhängen, wenn sie gerade eine verbraucht haben, bei mir im Geschäft. Ich hasse sowas. Ja, das kann ich verstehen. Wenn die einfach in Ruhe ihr Geschäft gemacht haben, dann einfach gehen und sagen, ja, ist mir egal, wenn jetzt hier noch die Viertelrolle noch da ranhängt, ist mir auch egal. Bei uns passiert das manchmal witzigerweise, dass nur noch ein Blatt dran ist und ich lasse es dann so hängen, weil ist ja noch ein Blatt. Und dann krieg ich Ärger. Es tut mir leid, ich muss mich mal kurz aufs Spiel konzentrieren. Ist völlig in Ordnung. 21 Schaden. Ja,
Ja, wir nehmen den mal weg und nehmen mal hier eine Armbrust. Ich hätte ja die Glaskanone genommen, weil du hast eh keine Rüstung. Ja. Lass mir das bisschen Rüstung, was ich habe. Vielleicht. Oh, eine Minute soll ich hier überleben? Wollen die mich verarschen? Ja. Glaubst du? Das glaub ich nicht. Ich weiß nicht, was in der letzten Runde passiert. Ob da irgendwie ein Boss kommt oder noch mehr Gegner. Das werden wir vielleicht sehen. Wahrscheinlich nicht. Ist 20 das Ende? Ja. Oder weißt du das? Weil ich das gelesen habe. Es ist aber auch schwer genug. Also. Lesen? Ich kann lesen, ja. Hast du dich selbst gespoilert? Was ist mit. Ich hab einen Test zu dem. Alter! Boah, keine Chance. Da war ich hier instant tot. Okay. Naja, egal. Passt schon. Hat auf jeden Fall Bock. Ist ja auch jetzt um 8, ne? Also. Ja. Das Spiel hat sich gedacht, das ist 8 Uhr. Jetzt muss Barry schnell sterben. Am besten wir schicken einen Gegner, der ihn innerhalb von 3 Sekunden tötet. Ja, aber ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen. Das macht mega Spaß. Ist das für die Xbox? Nee, für Nintendo Switch und Steam. Ich habe Steam, wie gesagt, wegen Mods, die vielleicht irgendwann mal kommen von Usern. Okay. Also ich mag das Spiel mega, ich finde es mega geil. Ich werde es auf jeden Fall privat noch weiter zocken. Ob im Stream oder so, weiß ich nicht. Mal gucken. Macht auf jeden Fall Laune und ich würde sagen, dann machen wir mal hier Tschüssikowski. Tschüss. Jo, ciao, ciao.